Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, gerade begann das neue Ausbildungsjahr, und wir müssen feststellen, die Corona-Krise verschärft die ohnehin nicht gerade rosige Lage auf dem Ausbildungsmarkt ganz erheblich. Es gibt deutschlandweit weniger Ausbildungsstellen als im Vorjahr, etwa 8%. Das ist der Stand Ende Juli. Und in Hessen liegt die Zahl sogar noch etwas höher. Hier gab es Ende Juni sogar 10% weniger. Das heißt also, die Corona-Krise verschärft die ohnehin sinkende Ausbildungsbereitschaft. Denn die Zahl der Betriebe, die ausbilden, ist im vergangenen Jahr nochmals gesunken. Sie liegt jetzt bei 19%. Das heißt also 19% in Hessen, das heißt weniger als ein Fünftel aller Betriebe bilden aus. Und da muss ich schon fragen, Frau Heidkamp, Sie haben von einer hohen Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen gesprochen. Ich empfehle Ihnen diese Publikation der Landesregierung. Das ist die Publikation. Sie haben sie. Ich weiß nicht, ob Sie sie gelesen haben. Aber da ist drinnen vermerkt, nur weil Sie von einer hohen Ausbildungsbereitschaft gesprochen haben, dass im Vergleich zum Jahr 2010 die Anzahl der hessischen Ausbildungsbetriebe insgesamt um etwa 8% gesunken ist. Und es wird ja auch vermerkt, dass wir weiter auch einen Mangel an Ausbildungsplätzen haben. Ich weiß nicht genau, was Sie unter hoher Ausbildungsbereitschaft verstehen, aber ein Sinken von 8% würde ich nicht unter hoher Ausbildungsbereitschaft sehen, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, wir haben ein Riesenproblem, wenn nur noch ein Fünftel aller Unternehmen überhaupt ausbilden, meine Damen und Herren. Und dieser Trend droht sich weiter zu verschärfen. Und ja, wir haben teilweise wirklich ein Nebeneinander von Fachkräftemangel, über den gesprochen wird, und gleichzeitig zu wenig Ausbildungsstellen. Fast 15.000 junge Menschen sind in Hessen noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Und wenn jetzt die Menschen dazukommen, die noch ihren Ausbildungsplatz verlieren, ja, durch Corona und quasi ein Stau entsteht, dann wird das die sozialen Ungerechtigkeiten natürlich noch verschärfen. Und wir wissen doch, wer die Jugendlichen sind, die auf dem Ausbildungsmarkt besonders benachteiligt sind. Es sind die Jugendlichen mit Hauptschulabschluss, es sind Jugendliche mit Migrationsgeschichte, die oft besonders schwer haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und auch wer einen Ausbildungsplatz hat, hängt ja häufig in der Luft. Und auch das verschärft sich durch Corona. Fast 40% der Auszubildenden wissen im ersten Ausbildungsjahr noch nicht, ob sie überhaupt übernommen werden von ihrem Betrieb. Und 30% der, die übernommen werden, bekommen nur einen befristeten Vertrag. Das ist jetzt schon die Situation ohne Corona. Und die Lage der Auszubildenden und der potenziellen Auszubildenden ist damit also in Corona-Zeiten prekärer als zuvor. Die Krise verschärft die bereits existierenden Probleme. Und das betrifft natürlich einige Branchen ganz besonders. Und deswegen ist auch klar, dass das Land hier handeln muss. Die Unternehmen müssen unterstützt werden, ihre Ausbildungsplätze zu halten. Da ist natürlich der wichtigste Schutz, die Unternehmen vor der Pleite zu bewahren. Und das gilt ganz besonders für Branchen wie der Veranstaltungsbereich, der Kulturbereich, aber auch die Reisebüros, die Reisebranche, die Gastronomie, weil die Soforthilfen aus dem Frühjahr sind in vielen Bereichen längst aufgezehrt. Und deswegen sind Bund und Landesregierung jetzt aufgefordert, alles dazu zu tun, ein Ausbildungsdesaster zu verhindern, weil diese Krise darf nicht auf Kosten der jungen Menschen gehen, die in einer Berufsausbildung sind oder eine machen möchten, meine Damen und Herren. Und auch die Berufsschulen im Übrigen müssen krisenfest gemacht werden. Auch was die Ausstattung von Berufsschulen angeht, haben wir hier eine ganze Menge Nachholbedarf. Das System der dualen Ausbildung zu stärken, bedeutet auch, hier eine stärkere Gerechtigkeit reinzubringen. Ich habe das eben gesagt, ein Fünftel der Betriebe bilden aus, nicht mal ein Fünftel, der Rest macht sich einen schlanken Fuß. Und da finde ich, ist die gewerkschaftliche Forderung nach einer Ausbildungsplatzumlage, nämlich, dass die, die sich aus der Verantwortung ziehen, sich wenigstens finanziell beteiligen, diese Forderung ist nicht überholt. Ich finde die gerade in der Krise besonders wichtig, damit man eben auch Unternehmen unterstützen kann, die grundsätzlich ausbilden wollen, aber die jetzt in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen sind, dass sie Ausbildung überhaupt nicht mehr anbieten können. Auch hier, finde ich, brauchen wir eine Gerechtigkeit, dass Lasten fair verteilt werden und der Ausbildungsmarkt viel krisensicher gemacht wird, meine Damen und Herren. Und natürlich muss man auch sehen, dass die ganze Frage der Übergangssysteme, der sogenannten Warteschleifen, das ist für viele Jugendliche natürlich eine Sackgasse. Wir haben eine ganze Menge Jugendliche, die nach wie vor aus dem System rausfallen, die keinen Ausbildungsplatz finden, die dann aber auch nicht irgendwann eine Ausbildung machen, sondern die einfach als Ungelernte in Niedriglohnbereiche gehen. Und auch diese Jugendlichen kann man auch in dem Bericht nachlesen. Das sind nämlich nicht wenige in Hessen. Die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
Ich will noch eins hinzufügen, nämlich, dass die Krise auch kein Vorwand sein darf, seine Ausbildungsaktivitäten ohne Not zu reduzieren. Das gilt insbesondere für Betriebe und Konzerne, die Staatshilfe bekommen haben. Diese Staatshilfe muss gebunden sein an Beschäftigungssicherung. Das gilt auch für die Sicherung der betrieblichen Ausbildung, meine Damen und Herren. Und deshalb, ich komme zum Schluss, die aktuellen und die angehenden Auszubildenden und auch deren Betriebe brauchen dringend Hilfe, dass die Ausbildung fortgesetzt werden kann. Und wenn Unternehmen dabei Schwierigkeiten haben, dann sind solche Fragen wie Ausbildungsboni für Unternehmen, die Ausbildungsplätze aus Insolvenz, Auszubildende aus Insolvenzbetrieben übernehmen, eine richtige Forderung. Und in diesem Sinne wünschen wir allen, die gerade eine Ausbildung beginnen, in diesen schwierigen Zeiten alles Gute. Und ich denke, Politik und Wirtschaft sind jetzt aufgefordert, möglichst viele Steine aus dem Weg zu räumen. Vielen Dank.